Hallo Jörg Fuhrmann hier. Schön, dass du meinen Kanal besuchst. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du die Videos teilst, wenn du likest, wenn du kommentierst oder dir meine Infobroschüre runterlädst. Ja, ein weiteres Video zum Thema Scham. Und zwar spezifischer zur Entstehung der Scham oder zum Ursprung der Scham und zum Ursprung auch der Selbstverurteilung und des inneren Kritikers, könnte man sagen. Also, Scham, hatte ich ja schon ein Video zu gemacht, kannst du dir nochmal anschauen, ist letztendlich ja eine Internalisierung einer Unfähigkeit des äußeren Kontextes oder des äußeren Systems, könnte man sagen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht um eine gesunde Scham geht, sondern um eine chronische Scham. Also wirklich, die ständig permanent auftritt, zu ungünstigen Zeiten auftritt und auch unverhältnismäßig auftritt in der Form, dass sie denjenigen wirklich hemmt und blockiert in seinen Möglichkeiten. So, und ja, also es ist ja so, dass ein junger Mensch, wenn er gut gespiegelt wird und gut verstanden wird in seinen Bedürfnissen, ist er ganz gut reguliert, ja, pendelt sich mal hoch, mal runter. So, wenn das aber nicht stattfindet, also das ist schon bei kleinen Babys so, da hat Rogers damals schon Studien zu gemacht, wie das ist, wenn man da mit quasi den Techniken der klientenzentrierten Gesprächsführung sich einfühlt und das Kind spiegelt, ja, auch wenn es um Wut geht zum Beispiel, dass das unheimlich hilfreich ist für das Baby. Also dass es sich tatsächlich verstanden fühlt, was mich jetzt nicht groß überrascht, aber die Forscher damals hat es überrascht. So, und wenn das aber nicht eintritt, dieses Abgeholtwerden, dieses Verstandenwerden in den eigenen Bedürfnissen, die man auch gar nicht kommunizieren kann, wenn man noch ganz klein ist, so, ne? Irgendwie, dann kann man nicht sagen, du bist aber doof, ja, man kann vielleicht noch schreien, dann gibt es häufig noch mehr einen drüber, aber, oder man wird dann komplett womöglich ignoriert, das ist noch schlimmer, hat man festgestellt in der Bindungsforschung. Und dann entsteht logischerweise daraus ein Gefühl einer tiefen Beschämung. Weil wenn die Menschen, die für mich total existenziell und essentiell wichtig, überlebenswichtig sind, sowas mit mir machen, dann muss ja mit mir etwas ganz Wesentliches nicht in Ordnung sein. So ein kleines Kind, das so abhängig ist, kann ja gar nicht sagen, du bist doof oder mit dir ist was nicht in Ordnung oder mit dem Ganzen, wie ihr miteinander das hier gestaltet, da stimmt was nicht. Das ist ja gar nicht in der Lage zu. Es kann auch nicht sagen, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt mal mit meinem Koffer zu Nachbarn oder sonst wohin, ich wandere aus. Das geht alles nicht, weil diese immense das Ausgeliefertsein da vorherrscht. So, und wenn das vorherrscht, da kann man eigentlich nur sagen, ja, es liegt an mir. So, und aus diesem, ich sag's mal, Entschluss, Hellinger würde wahrscheinlich sagen, aus Liebe, was ja auch stimmt, dieser Entschluss zu sagen, es liegt an mir und nicht zu sagen, es liegt an euch, weil das wäre ja unerträglich, weil die kann ich nicht ändern und die ändern sich sowieso nicht und da weiß ich, ich bin der Hölle für die nächsten xx Jahre, komm da nicht raus, so, habe keine Option, also das ist auch schlimm. Deswegen dreht man das um und introjiziert das, schluckt das, kaut das nicht gut, als Ganzes runtergeschluckt, bumm, liegt einem schwer im Magen, wie beim Essen auch. Und daraus resultiert erstmal Scham, Scham, Scham und dann natürlich Selbstkritik, Selbstvorwürfe. Weil ich so bin, behandeln die mich so, ignorieren die mich so, machen die dies und jenes mit mir. Das führt dann immer weiter zu stärkeren Ausschlägen mit der Zeit, weil diese kritische Autosuggestion, die haut dann immer mehr drauf. Das heißt, der Sympathikus wird immer mehr aktiviert, Parasympathikus, sprich dorsaler Vagus schießt rein und so weiter. Und die Fähigkeit zu einer gesunden Selbstregulation geht immer mehr flöten. Ja? Und dann kommen da Schuldgefühle immer mehr dazu.
bis das hinterher richtig zum Teil mit Wut und Aggression eskaliert, so eruptiv dann vielleicht auch gegen andere Kinder, gegen Gegenstände und so weiter oder gegen die Eltern selber. Was natürlich wieder zu einer Problematisierung oder ja, des Symptomträgers dann zu Folge hat, dass wiederum neue Gefühle von Scham, Ohnmacht und Der Selbstvorwürfen Ausweg ist für nach sich viele ziehen. dann eine lebenslange Rebellion, basierend auf Stolz, indem man den Stolz dann in den Vordergrund schiebt, sich narzisstisch überhöht aufgrund bestimmter Dinge, die man weiß oder macht, bezüglich dieser Personen, die einem eben das angetan haben. Dadurch kommt man also auch in einen Zustand rein, wo man sich immer mehr abkapselt, immer mehr abschneidet, auch von den ursprünglichen Kernbedürfnissen, die man mal hatte. Und dann sitzt man echt in der Falle. Dann sitzt man vielleicht für den Rest seines Lebens in dieser verdammten Falle und merkt es nicht. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, weil das führt natürlich mit der Zeit in so eine Up-and-Down-Kategorie, wo man dann mögliche Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt und immer wieder in die Ohnmacht reinrauscht und gar nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu regulieren vom Nervensystem her. Ja, und das hat also hinterher so eine permanente Folge von wirklich Selbstkritik, Selbstbeschämung oder vielleicht auch Aggression und so weiter. Ja, ich hoffe, ich konnte dir nochmal einen kleinen Impuls zu geben zu diesem wichtigen, wichtigen Thema, was leider zu wenig gesehen wird, glaube ich, auch in Coaching, Beratung, Therapie und Pädagogik sowieso. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über deine Kommentare und vielleicht auch deinen eigenen Impulsen dazu. Schöne Grüße vom Bodensee, Jörg Fuhrmann. Tschüss.